Jo Freunde, was geht? Herzlich willkommen zur 18. Episode von Trading by FIFA Allstars. Und heute werden wir eine richtig gute Methode ausprobieren bzw. ausführen. Wir traden heute mit Non-Rare Silberkarten. Dann gebt ihr hier einfach ein Silber und 150 Coins und dann sucht ihr schon und dann seht ihr schon. Bei manchen Spielern liegt ein Gebot drauf, bei manchen nicht. Und ihr müsst jetzt einfach Spieler suchen, die gute Werte haben oder in einer guten Liga spielen, bei einem guten Verein oder einfach eine gute Nation haben. Ich suche jetzt einfach mal hier ein Beispiel raus für euch. Und er zum Beispiel, ja, ein Innenverteidiger mit 69 Tempo ist auf jeden Fall kein schlechter Mann. Und ja, auf jeden Fall Spieler auch in der Serie A bei Cagliari Uruguayer. Das ist auf jeden Fall kein schlechter Mann und auf den könnt ihr dann eben 150 Coins bieten und der ist sicherlich über... Ja, über 500 Coins wird er auf jeden Fall wert sein. Und das, was ich jetzt mache, gleich auf Preisvergleich gehen, das dürft ihr nicht machen. Denn wenn wir nachher weggehen, dann seht ihr schon, der Spieler ist weg und ihr könnt nicht mehr darauf bieten. Das heißt, sucht euch einfach Spieler, die gut aussehen und dann bietet ihr gleich 150 Coins. Ihr könnt da gar keinen Verlust machen. Und dann nachher stellt ihr die einfach überteuert auf den Transfermarkt, beziehungsweise einfach... die Spieler sind dann einfach mehr wert als 150 Coins. Das ist einfach so, weil Silberspieler nicht so oft in Packs gezogen werden, weil Silberpacks allgemein nicht so oft gezogen werden. Und dann würde ich sagen, hier als Beispiel noch, der hier zum Beispiel bei AS Rom Argentinien 77 Tempo, der muss auf jeden Fall was wert sein. Dann bietet ihr hier einfach auf dem. Und dann würde ich sagen, machen wir das jetzt einfach mal und dann sehen wir uns nochmal bei der Transferliste, wo ich dann eben die ganzen erbotenen Spieler zeige. So Freunde, da sind wir wieder auf der Transferliste angelangt. 19 Objekte habe ich von 30 Objekten erhalten sozusagen. Ich habe auf 30 Spieler geboten und 19 davon habe ich auch erhalten. Das ist auf jeden Fall keine schlechte Ausbeute. Und dann sehen wir hier schon den ersten Spieler, Paul. Und der hat auf jeden Fall 82 Tempo, also Tempo auch sehr, sehr wichtig, spielt in einer guten Liga, würde ich mal behaupten. Und Engländer ist er auch und dann sehen wir schon, 1300 Coins ist der niedrigste Spieler und deswegen können wir ihn locker für 900 Coins reinstellen, dann wird sich der auf jeden Fall verkaufen. Wenn ihr natürlich die Coins schneller haben wollt, könnt ihr ihn auch für 800 Coins oder so reinstellen. Dann machen wir das einfach hier so ungefähr und wenn sie darauf bieten, ist das auch okay, denn wenn der verkauft wird, machen wir auf jeden Fall einen satten Gewinn. Das sind keine Ahnung wie viel Prozent Gewinn, auf jeden Fall richtig, richtig guter Gewinn. Und das ist auch schon die Trading-Methode und dann würde ich sagen, sehen wir uns nochmal, wenn ich alle Spieler reingestellt habe. So Freunde, jetzt sind wir bei der Transferliste wieder angelangt und wir haben alle Spieler auf den Transfermarkt gestellt. Hier könnt ihr sehen, was die Spieler so wert sind, das ist einfach unglaublich, für wie viel Coins manche Spieler weggehen. Hier hat sich gerade einer verkauft, dann sehen wir hier schon einer auch 1000 Münzen wert und der hat sich jetzt eben schon verkauft für 400 Coins. Alle haben wir hier für 150 Coins ergattert und das ist auf jeden Fall eine richtig, richtig gute Ausbeute. Den können wir jetzt gleich mal löschen, somit haben wir noch 18 Objekte auf der Transferliste. Und die werden wir das nächste Mal betrachten, wenn sie sich verkauft haben. Wenn sie sich nicht gut verkaufen, dann werde ich sie einfach ein bisschen billiger anbieten. Und bei der nächsten Episode seht ihr dann eben, dass sie sich alle verkauft haben. Und dann würde ich sagen, war es auch schon wieder mit der heutigen Episode von Trading by FIFA Allstars. Schaltet auf jeden Fall auch bei der nächsten Episode wieder ein. Und dann würde ich sagen, war es mit dem Video. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, wenn euch die Methode gefällt. Und dann sage ich auch schon wie immer, ciao Leute, FIFA Allstars.